Wenn der Marktplatz in Brügge in Belgien bebt, wenn die Stimmung der eines Volksfestes gleichkommt, dann sind wir natürlich am Start der großen Ronde, der Ronde van Vlaanderen, der Flandern-Rundfahrt. Und dieser Tag ist und bleibt einfach der geheime Nationalfeiertag in Belgien. Die Frage des Tages ist also, kann Mathieu van der Poel seinen Vorjahressieg wiederholen und damit vielleicht schon auf 3 Siege bei diesem Rennen kommen? Oder ist Wout van Aert als Belgier in diesem Jahr einmal mehr besser als der Niederländer? Oder kann vielleicht sogar der große Herausforderer kann Tadej Pogacar, der zweifache Tour de France-Sieger, zuschlagen? Oder gibt es vielleicht sogar einen lachenden Vierten? Der Weg bis zum Ziel in Oudenaarde ist lang, 273,4 Kilometer, um es genau zu sagen. 19 Hellinge und 6 Kopfsteinpflasterabschnitte warten heute und der Wind, der sollte auch eine große Rolle spielen. Das Tempo war vom Startwerk extrem hoch und es dauerte dann über 100 Kilometer, bis die erste Spitzengruppe auch wirklich vorne lag. Zunächst waren es 5 Mann. Jonas Rutsch und Tim Merlier konnten noch aufschließen, genauso wie Hugo Hull. Und Philipp Maciejuk vom Team Bahrain Victorious räumte dann hinten fast das komplette Feld ab, wurde dafür auch disqualifiziert. Aber es gab natürlich jede Menge Leidtragende. Unter anderem Tim Wellens musste das Rennen beenden. Auch Alaphilippe Stuyven oder auch Peter Sagan waren mit davon betroffen. Am Molenberg wurde es dann im Feld schnell. Kasper Asgreen und auch Matteo Trentin attackierten. Den beiden folgen dann noch Küng, Narvaez, Paulus, Wright, Van Hooydonk, Pedersen, Florian Vermeersch und dann später auch noch Matteo Jürgensen und Benoît Cosnefroid. Man kann dann nach vorne aufschließen. 19 Mann liegen jetzt vorne mit knapp 2 Minuten Vorsprung und hinten im Feld. Da wollte man zunächst gar nicht so richtig reagieren. 71 Kilometer vor dem Ziel gibt es dann dort leider einen nächsten großen Sturz. Das Geburtstagskind des Tages, Biniam Girmay, geht zu Boden, reißt noch Mohoric und Amy de Gendt mit. Alle drei müssen das Rennen beenden und dann 55 Kilometer vor dem Ende kommen wir das zweite Mal zum Eau de Quaremont und das Team UAE Emirates macht so richtig ernst. Infolgedessen knüppelt Tadej Pogacar über das altehrwürdige Kopfsteinpflaster das Eau de Quaremont, als gäbe es keinen Morgen mehr, lässt auch fast alle anderen hinter sich. Hinter ihm gibt es eine neue Verfolgergruppe mit Van der Poel, Van Aert, Laporte, Pidcock und auch mit Nils Polit. Laporte kann dann nochmal zum Slowen aufschließen, die beiden werden aber wieder eingeholt und auch die ersten Fahrer aus der ehemaligen Spitze fallen jetzt langsam zurück und werden geschluckt. Dann sind wir am Koppenberg, es geht super steil über Pflaster nach oben und die drei Amigos machen noch einmal ernst. Pogacar fährt allen vorweg, Van Aert und Van der Poel gehen hinterher. Dann kommen wir zum Teinberg. Jonas Rutsch wird hier gerade eingeholt. Der war wirklich super stark gefahren und hatte ganz viel gearbeitet. Es gab ein paar Probleme bei Van der Poel. Technischerseits, der kann das aber kitten und fährt nochmal hin. Und ganz vorne sind wir jetzt bei Mats Pedersen. Der hat nochmal aus der Spitzengruppe heraus attackiert. 29 Kilometer vor dem Ende des Rennens und liegt jetzt alleine vorne. Denn der weiß, diese Männer hier kommen von hinten, sind jetzt auch schon am Grüßberg. Und hier geht dann nochmal richtig die Post ab. Mathieu van der Poel attackiert. Nur Tadej Pogacar kann folgen. Und Wout van Aert ist tatsächlich abgehängt. Der muss jetzt sehen, wo er bleibt und die beiden Männer hier, die fahren jetzt nach vorne hin in die erste Verfolgergruppe. Dort lässt sich Nathan van Hooydonk zurückfallen, macht hier nochmal seinen Schuh zu und wartet dann auf seinen Teamkapitän, auf Wout van Aert. Der will ihn also nochmal nach vorne hinfahren, aber die Rechnung, die wird schwer, denn Matteo Trentin, der gibt jetzt nochmal alles für Tadej Pogacar und der weiß ganz genau, 18 Kilometer vor dem Ende geht es das letzte Mal über den Quaremont. Hier gibt er jetzt nochmal alles und versucht den Rest des Rennens zu distanzieren. Nur Mathieu van der Poel kann hier 17 Kilometer vor dem Ende noch mitgehen. Pogacar fliegt jetzt auch an Mats Pedersen vorbei und Mathieu van der Poel, der presst, was das Zeug hält. Jetzt heißt es hier also wirklich Mann gegen Mann. Das ganz große Finale ist eröffnet. Die Zuschauer haben ihren Spaß und alle, die das Rennen heute irgendwo verfolgt haben, wurden wirklich Zeuge eines atemberaubenden Rennens. Es geht das letzte Mal über den Paterberg. Tadej Pogacar liegt jetzt schon vorne, hat alle anderen hinter sich gelassen. Mathieu van der Poel hat ungefähr 17 Sekunden Rückstand. Die letzten 12 Kilometer des Rennens sind flach und jetzt entscheidet, wer hat hier noch die besten Beine nach 260 Kilometern. Und die Antwort, die bekommen wir jetzt hier geliefert. Hier kommt der Sieger der Runde 2023. Tadej Pogacar macht tatsächlich ernst, holt sich seinen ersten Sieg bei der übrigens schnellsten Austragung der Flandern-Rundfahrt aller Zeiten. 44,1er Schnitt. Mathieu van der Poel kommt auf Platz 2. Und was war das für eine Kraft, für eine Machtdemonstration vom 24-jährigen Slowenen Tadej Pogacar. Den Sprint um Platz 3, den gewinnt dann tatsächlich noch Mats Pedersen, also der auch heute richtig, richtig stark schlägt hier noch Wout van Aert, der also nochmal zurückgekommen war. Aber der zweifache Tour de France-Sieger, der Slowene, 24 Jahre jung, Tadej Pogacar ist der Mann des Tages. Er gewinnt nach 6 Stunden und 12 Minuten vor Van der Poel und Pedersen, dann Van Aert, Paulus auf der 5 vor Küng, Asgreen, Wright, Jürgensen und Matteo Trentin, der wird hier heute noch 10.
Also eine wirklich epische Austragung, und wer die Chance hat, sich das Rennen nochmal in einer längeren Edition anzugucken, vielleicht der hier bei GCN Plus, der sollte das unbedingt machen. Da war kein Kilometer unspannend, und am nächsten Sonntag, da geht es ja schon weiter mit den Klassikern. Wir freuen uns jetzt schon auf die Königin der Klassiker auf Paris-Roubaix, dann in Frankreich und dann fast nur Kopfsteinpflaster. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Dabeisein. Wir holen jetzt erstmal Luft und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und au revoir.